Als ich dieses Spiel im Laden gesehen habe, wusste ich, das Spiel muss ich spielen. Nintendogs plus Cat Zwergpudel Inside. Perfekt einfach. Die Zwergpudel-Edition. Davon gibt es drei Editionen sozusagen. Es gibt drei Nintendogs und Cats-Spiele. Zumindest im Laden habe ich drei gesehen. Ich habe mir natürlich die Zwergpudel-Version ausgesucht. Hier ist jetzt, glaube ich, kein Zwergpudel mit dabei. Doch, der in der Mitte könnte es sein. Den können wir auf dem unteren Bildschirm antatschen. Ja. Ich würde mal sagen, willkommen bei Nintendogs und Cats. Ich werde es ab jetzt nur noch Nintendogs nennen. Hier im Zwinger warten jede Menge freundliche Welpen darauf, ein gutes Zuhause zu finden. Schau dich ruhig um, du findest sicher einen Welpen, der genau zu dir passt. Joa, jetzt können wir uns hier eine Weile umgucken. Mal gucken, ob wir jemanden für uns finden. Hier ja, sind nur die drei Burschen hier, aber vom unteren Bildschirm habe ich jede Menge Auswahl. Ja, das ist hier erstmal ein paar. Oh, ein Mii. Nicht mein Mii, aber ein Mii. Ein paar einleitende Sätze dazu. Das ist das heutige Video für euch. Ich weiß nicht, ob noch ein zweites kommt. Ich bin im Prüfungsstress und werde, also morgen habe ich meine mündliche Prüfung in Sozialkunde und das produziere ich jetzt ein bisschen vor und das ist eine Vorproduktion. Mal sehen, ob mein Zukunfts-Ich, ob Zukunftszweige es schafft, ein Video zu, ich weiß, ich werde schwindelig, weil ich so schnell schwenke, ob es Zukunftszweige schafft, ein Video aufzunehmen. Am morgigen Tag, ich nehme das gestern auf sozusagen und ich habe das gestern aufgenommen, also Vergangenheitszwecke hat das aufgenommen und mal sehen, also wenn das das einzige Video des Tages ist, kriegt ihr das um 14 Uhr zu sehen. Also wenn das 14 Uhr Video ist, dann kommt kein, wenn ihr das gerade, wenn gerade 14 Uhr ist und ihr das seht, also wenn das 14 Uhr online gekommen ist, dann werdet ihr heute kein weiteres Video sehen, weil ich es nicht geschafft habe, am Vormittag etwas zu produzieren. Gut, kommen wir zur Hundeauswahl. Pudel, Corgi, Schnauzer, Bullterrier, Spitz gibt es hier. Oh, der Spitz sieht ganz so, ganz süß aus. Zwergspitz. Hier haben wir den Zwergpudel. Oh, sieht eigentlich ganz süß aus. Fluffige Schnauze gibt es hier zur Auswahl. Kurzgeschorene Schnauze. Ich lasse mich überraschen, gibt es auch noch. So, jetzt haben wir hier zur Auswahl ein Dreier. Och, süß, 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 süß. Och, sind das putzige Kerlchen. Der in der Mitte, der gefällt mir am liebsten. Ich nehme dich. Ich nehme dich, du gefällst mir. Ich will dich. Ein artiges Männchen, das aber viel Bewegung braucht. Oh wei. Naja, dann nehmen wir es mal. 1580 Euro kostet es. Wow, scheiße. Ich habe zum Glück 2000 Euro Guthaben, aber 1500 Euro. Aber das hätte ich jetzt hier nicht als ein Guthaben zur Verfügung in Real Life. Deshalb habe ich auch keinen Hund. A, weil ich eine kleine Hundephobie habe, also im Spiel wird es gehen. Sind hier keine realen Hunde. Und zum anderen habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, ich nehme den mal mit nach Hause. Das glaube ich Sinn des Spiels. In echt würde ich den jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Nee. Nein, danke. Muss nicht. Eine gute Entscheidung. Dein Welpe sieht sehr glücklich aus. Nun kann dein neues Leben mit deinem Hund beginnen. Viel Spaß.
Da ist der kleine Süße. Selbstverständlich brauche ich auch noch einen Namen für ihn. Joa, ich und Namensgebung. Das wird heikel. Du bist mit deinen neuen Welpen zu Hause angekommen. Es kann eine Weile dauern, bis er sich an sein neues Zuhause gewöhnt hat. Wie wär's, wenn du eine Weile mit ihm spielst, bis er sich etwas eingewöhnt hat? Darf ich ihm noch gar keinen Namen geben? Gespeichert. Na denn, spielen wir mal mit ihm. Tachchen. Nametag kann ich dir nicht verpassen. Ist nicht Minecraft, oder? Wie nennen wir dich denn? Was willst du am Arsch gekrault werden? Kriegst einen Klapser hier auf den Hintern. Nee. Brav. Umdrehen bitte. Ich will nicht deinen Pops massieren. Hier kraulen. Süß. Am Kinn. An den Ohren. Putzig. Wie nennen wir dich denn? Hier ist gerade gar keine Musik drunter. Kann ich vielleicht eine im Schnitt drunter legen? Der streckt mir immer seinen Arsch entgegen. Nö, ich werde deinen Arsch nicht streicheln. Er wirkt schon viel ruhiger. Ach ja, hast du denn schon einen Namen für ihn überlegt? Nee, habe ich leider noch nicht. Gut, dann sollst du ihm seinen Namen beibringen, indem du ihn bei seinem Namen rufst. Bella, Filou, Oscar. Das war ich aber nicht. Sprich klar und deutlich, so wie im Beispiel. Scheiße, ich weiß noch gar keinen Namen. Wie soll ich den denn nennen? Ein Name ist eine große Verantwortung, auch im Spiel. Ein Name. Ein Pokémon habe ich schon abenteuerlichste Namen gegeben. Die sind in 2 Tagen wieder auf der Box, aber so ein kleines Hündchen, so ein kleines Welpen, dem will ich jetzt keinen Kacknamen geben. Wie nenne ich den denn? Scheiße. Berühraufnahme starten, sobald du dich für einen Namen entschieden hast. Oh, das kann Stunden dauern. Ich finde den Namen Johnny ganz gut. Johnny, passt irgendwie zu ihm. John oder auch. Na, wie willst du das heißen? Sag mir mal, wie soll ich dich nennen? Sag's mir, kleiner Fratz. Johnny, magst du den Namen Johnny? Einmal bellen, wie dir den Namen Johnny gefällt. John, Spitzname Johnny. Ich glaube, mit dem Namen kann ich mich anfreunden, aber was hältst du davon? Einmal schlecken, wenn dir der Name gefällt. Noch einmal. Einmal deine Schnauze ablecken, wenn es dir gefällt. Na? Gefällt dir nicht? Na? Johnny? Ja, er mag es. Also, Johnny, los geht's. Aufnahme starten. Johnny. 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 Er hat dich gehört. Versuch es noch einmal. Johnny. Was? Das war meine Aufnahme? Ach du Scheiße. Muss ich näher rangehen ans Mikro. Johnny. Das ist aber ein schwaches Mikro. Er hat seinen Namen gelernt. Schreib ihn dir besser auf, bevor du ihn vergisst.